Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aurich TV. Heute mal im Sitzen und heute am Dienstag, dem 24. März. Ja, Corona-Dienstag. Jürgen hat hier reichlich Abstand. Insofern mal dieses kleine Späßchen, dass wir jetzt hier 100 Meter Abstand haben. Die Teletechnik macht es möglich und die Funkstrecke des Mikrofons macht es auch möglich. Ja, ihr Lieben, erstmal herzlichen Dank für eure vielen Zuschriften, für eure vielen, vielen Neuabos. Wir haben also innerhalb der letzten 10 Tage unsere Abozahl fast verdreifachen können und vielen Dank auch für eure lustigen kleinen Kommentare und PNs zu meiner zitronenknallgelben Jacke. Ja, darum habe ich heute jetzt mal Feuerwehrrot gewählt, damit ihr mich auch richtig gut sehen könnt. Ja, ein bisschen Farbenfreude darf ja ruhig sein in diesen blöden Zeiten. Also danke und herzlich willkommen alle neuen Abonnenten und wir sind für euch da, herrlich ehrlich. Das ist unser Prinzip. Ja, was ist los im Städtchen? Fangen wir mal oben an. Ich habe wieder so einen kleinen Zettel dabei, weil mittlerweile kann ich mir das fast alles überhaupt gar nicht mehr so merken. Und ich fange mal nochmal mit einem grundsätzlichen Statement an zum Thema Physiopraxen. Also ich kriege immer mehr Zuschriften von den Physiotherapeuten, die sagen, ja, wir haben nicht zu, wir sind da. Nochmal zur Erklärung, wenn ärztlich verordnet ist, dann sind auch die Physiotherapeuten alle da und dann werden diese Anwendungen und diese verordneten Anwendungen auch alle gemacht und alle durchgezogen. So, und das heißt natürlich, ihr stimmt das am besten mit eurem Physio der Wahl am besten einmal ab, sprecht mit ihm, sprecht mit der Praxis, wie das vonstatten gehen soll. Ja, Neues gibt es in der Stadt Aurich. Das eine ist, dass das Rathaus mittlerweile geschlossen ist. Es gibt keinen Publikumsverkehr mehr im Rathaus, sondern das Rathaus hat sich abgeschottet, was richtig ist. Es gibt nur noch dann den Kontakt via E-Mail, via Telefon und so weiter. Und dann wird geklärt, was unbedingt geklärt werden muss. Zweites Ding, ganz wichtig für die jungen Familien zur Entlastung. Es wird für den April keine Kindergarten- und Hortgebühren geben. Also die Stadt bucht da nichts ab, sondern die Stadt erlässt jetzt erstmal diese Gebühren, um dann auch die jungen Familien geltlich etwas zu entlasten. Und das ist natürlich eine ganz tolle und ganz schnelle Idee, die da der Verwaltungsvorstand gemacht hat. Das macht Sinn. Das ist eine gute Sache. Ja, gute Sache. Bleiben wir mal bei der guten Sache. Unser Spendenkonto, ja, für die Bedürftigen und für die Tafelnutzer. Wir haben jetzt mittlerweile, Stand heute Nachmittag, 9.500 Euro erreicht. Wir blenden das jetzt hier nochmal ein für euch, diese Kontonummer. Bitte weiter spenden. Wir sind ganz begeistert. Wir denken mal, morgen haben wir die 10.000 Euro Marke geknackt. Und Johann Strohmann hat noch vorhin mit mir gesprochen. Wir werden also jetzt etwas flexibler handhaben, weil es geht natürlich A, auf Ostern zu und es sind B, viele Familien in diesen bedürftigen Kreisen mit Kindern und wir haben dann mal spontan gesagt, auch für diese Kinder muss natürlich Ostern sein und dann wird natürlich auch mal der eine oder andere Schokoladenhase da im Care-Paket zu finden sein. Das macht sicherlich Sinn, freut die Kinder und tröstet sie vielleicht auch über diese doch schwierige Zeit hinweg. Schokolade ist ja sowieso immer ein ganz guter Stressmeister, um das ein bisschen abzubauen. Ja, dann haben wir noch eine schöne Geschichte, die nicht so schön ist. Doch, der Wochenmarkt, das mit der Abstandsregel auf dem Wochenmarkt, das klappt. Da haben wir hier mal ein paar Bilder für euch. Die sind heute Morgen gedreht worden von Jürgen. Also da sind die Kunden sehr, sehr diszipliniert. Sehr ärgerlich für viele Wochenmarkt-Beschicker, die wir an dieser Stelle ganz recht herzlich grüßen. Blumen zum Beispiel. Blumen sind im Moment ein verbotenes Sortiment. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, auch beim Edeka sind Blumen mittlerweile verboten. Es ist natürlich hier so, dass verboten worden ist, auf dem Wochenmarkt zu stehen mit Blumen. Da gibt es eine Anordnung des Landkreises. Ich weiß nicht, ob Blumen Corona verteilen. Ich weiß es wirklich nicht.
aber auf jeden Fall sind diese Sortimente im Moment nicht zu finden, sondern der Wochenmarkt beschränkt sich im Moment ganz klar auf Lebensmittel. Ja, dann noch eine kleine Geschichte zum Thema Pizzen, Donnarumma, auch das läuft richtig gut. Wir haben jetzt mal die Adressen, die wir von euch bekommen haben, über E-Mail ans Donnarumma weitergeleitet, weil wir hatten einfach ein ganz kleines logistisches Problem, weil der Kai Eiben von Donnarumma sagte, ja, wenn wir die auslosen und rufen die an, die können ja nicht immer an dem Tag, wo wir sie auslosen, sondern die brauchen natürlich auch vielleicht mal ein, zwei Tage Vorlauf, um das zu organisieren. Insofern haben wir es jetzt so gemacht, dass Kai also die ganzen Adressen hat und wir dann entsprechend vereinbart haben, dass die anrufen bei den Ausgelosten und mit denen einen Liefertermin vereinbaren. So, was haben wir noch auf dem Zettel? Ja, unsere Geschichte auf www.lambertiturm.de. Diese Geschichte steht und läuft ab sofort. Ihr könnt also auf lambertiturm.de draufgehen und könnt gucken. Wir haben euch da jeden Tag 5 Bilder aufgestellt. Wir präsentieren euch jeden Tag 5 Bilder und freuen uns auf viele E-Mails von euch. Es geht darum, was seht ihr auf den Bildern? Erkennt ihr jemand auf diesen Bildern? Schreibt uns dann einfach eine E-Mail an info@lambertiturm.de. Und ich habe ja gesagt, wir werden danach dann, wenn das alles wieder ein bisschen ruhiger ist, werden wir nochmal eine Ladung Kaffeebecher, Altaurich, Vortragstassen verlosen für euch. Aber wie gesagt, das ist gerade im Entstehen, das ist noch nicht konkret genug. Fest steht erstmal gegen die Langeweile, unsere Aktion ist am Laufen. So, ein Hinweis bitte noch in eigener Sache. Es geht um die sogenannten PNs, die sogenannten persönlichen Notizen auf Facebook. Liebe Leute, wir schaffen das so nicht. Ihr schickt uns jede Menge PNs, viele, viele, viele interessante Sachen, wo auch viele gute Gedanken drin sind. Aber wir sind natürlich in manchen Sachen auch einfach nicht die Auskunftei. Wir wissen nicht, wie lange diese Krise dauert. Wir haben keine Zugriffe auf irgendwelche Gesetze und Verordnungen. Das macht der Landkreis und die Stadt. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte an die Stadt Aurich oder an den Landkreis Aurich, damit ihr da dann auch eine qualifizierte Antwort bekommt. Das können wir einfach nicht leisten, da hinterherzugehen und euch diese Fragen zu beantworten. Ja, das war es jetzt erstmal auf die Schnelle von heute. Wichtig ist, wie gesagt, wir haben 9.500 Euro im Säckel und wir sind froh und stolz, dass das funktioniert. Ich wünsche euch allen, dass ihr erstmal bei bester Gesundheit bleibt. Haltet mal die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen von der Krise. Wir lassen das auch nicht. Wir passen auf uns auf, sind sehr vorsichtig, haben dicke rote Jacken an, auch wenn wir nicht bei der Feuerwehr sind. So, Jürgen gibt mir jetzt Regieanweisungen und sagt, ich soll jetzt aufstehen, soll während der Abmoderation, nein, ich soll doch sitzen bleiben. Okay, er steht hier 100 Meter entfernt. Ihr müsst das eigentlich mal sehen. Er winkt hier die ganze Zeit die Radfahrer um uns herum, damit also die Radfahrer hier nicht durchs Bild kreuzen. Wobei, hier ist natürlich wirklich relativ wenig los. Es ist ruhig in der Stadt und alle halten sich an die Verordnung. In dem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Dann kommen die aktuellen News, die wir euch zu vermelden haben. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend und natürlich gesund bleiben. Bis denne. Ciao, tschüss.